Moin moin meine lieben Yoshis und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Banjo-Tooie. Ja ihr Lieben, wir haben den Mayonnaise-Tempel so gut wie abgeschlossen. Uns fehlt nur noch eine Cheeto-Seite. Allerdings können wir die Welt noch nicht verlassen, ihr Lieben. Nein. Wir haben nämlich noch was zu erledigen. Denn falls ihr euch erinnern könnt, wie gesagt, die Ratte sitzt immer noch in ihrem Gefängnis. Und es wird Zeit, das arme kleine Vieh aus seiner misslichen Lage zu befreien. Doch, wie stellen wir das an? Ich muss zugeben, ich musste jetzt gerade echt nochmal in einer Komplettlösung nachgucken, weil ich das nämlich selber gar nicht weiß. Weil ich hätte mich jetzt sonst wahrscheinlich dumm und dusselig gesucht und deswegen gehen wir jetzt direkt zu Wumbas Wigwam. Denn genau dort werden wir unsere Antwort nämlich bekommen. Das muss man natürlich auch erstmal wissen, nicht wahr? Und zwar soll sich nämlich vor dem Gefängnis ein Steini befinden und der wird uns die nötige Kombination verraten, um das wundervolle Schloss zu entriegeln. Und das werden wir jetzt selbstverständlich auch in Angriff nehmen, bevor es dann wieder zurück in die Mine geht. Weil in der Mine haben wir ja auch noch was zu erledigen, ihr Lieben. Na, wir sind ja da auch noch lange nicht fertig. Auch wenn wir die Welt noch nicht vollständig abschließen können. Aber das ist jetzt erstmal Nebensache. Nee, das ist der Schlangenhain. Da will ich ja gar nicht hin. Ich muss zum Gefängnisareal. So. Einmal zum Gefängnis, bitte. Ich gehe freiwillig in den Knast, ich glaub's nicht. So, jetzt muss ich nur noch diesen besagten Steini finden, der sich wahrscheinlich hier vorne befindet. Weg mit dir. Hallo Steini, red mal mit mir. Den Gefangenen zu befreien. Die Sonne muss scheinen noch vor Mond und Sternenleuchte. Zweiter Mond und zweite Sonne folgen. Hilft dir das? Ich glaube schon. Was? Moment, nochmal. Mir nochmal das mal in Ruhe durchlesen. So, also Sonne, Mond, Sterne, Mond, Sonne. Alles klar. Oh Gott, hoffentlich habe ich die Kombination bis dahin nicht gleich wieder vergessen. Aber vielleicht habe ich ja Glück, dass ich das auch als Steini erledigen kann. Ich will es ja hoffen. Also, Sonne zuerst, Mond, Sterne. Dann nochmal Mond. Nee, Moment. Habe ich das jetzt durcheinander gebracht? Oh, ihr geht mir so auf die Nerven, ihr Viecher. So, weg mit euch. Also nochmal. Ja. So, die Sonne zuerst. Mond und Sterne. Also Sonne, Mond, Sterne. Mond. Ach so, Sonne war das zweite Ding. Okay. Gut, dann habe ich was durcheinander gebracht. Dann habe ich die Kombi fast richtig gehabt. Ich habe nur eine Sache vertauscht. So, dann fahren wir mal. Also, Sonne, Mond, Sterne, Mond und die Sonne. Und da geht die Tür auf. Oh mein Gott. Ja, ihr Lieben, allerdings können wir hier noch nichts groß... Oh, geh mir nicht auf den Keks. So, ich weiß, ich bin ein bisschen aggressiv. Ich weiß, aber ich mag die Viecher einfach nicht. Die gingen mir schon in den Tempel so auf den Keks. So, einmal nach Wumba und uns einmal zurückverwandeln, denn um die Aufgabe abzuschließen, müssen wir zu Wumba. Denn wir müssen wieder Bär und Vogel sein, denn falls ihr euch erinnern könnt, ein Fels blockiert den Zugang zur Klunkerkluftmine. Und das Tolle ist, wir können auf die Weise auch gleich direkt dahin kommen. Hat doch was. So, jetzt sind wir wieder Bär und Vogel und nun geht's wieder zurück. Zurück zum Absender. Okay, es gab zwar keinen Absender, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ihr Lieben. So. Dann einmal zum Gefängnisareal, bitte. Aber ich möchte mal gern wissen, wo habe ich das dritte Blatt vergessen? Wo habe ich die dritte vergessen? Naja. Hallo, mein kleiner wilder Freund. X, ich, der Bertha, war auf Goldsuche, als dieser große Felsen herunterfiel und mich hier einschloss. Ich nehme an, wir sollen ihn jetzt entfernen. Nichts, wenn es euch nichts ausmacht. Naja, Kazooie will ja sowieso immer nur ständig irgendeine Belohnung für haben. So. Kaputt ist das Ding. Nichts, danke, dass ihr mich befreit habt. Das ist doch ein Puzzle wert. Hör damit, du Pestbeule. Nichts, da müsst ihr schon mitkommen zu Bill, meinem Boss. Okay. So, gucken wir uns mal eben hier um. Nö, hier scheint es nichts zu geben. Dann gucken wir einfach später mal, wo sich die dritte Seite befindet. So. Die
Eier nehmen wir nochmal mit. Meine freche Partnerin Dilberta ist immer noch nicht zurückgekehrt. Ach wirklich? Wir haben sie doch tatsächlich gefunden. Lol, ist sie nicht vor uns drin gewesen? Da ist sie. Hi Süßer, ich bin wieder da. Dilberta, du bist es wirklich. Ich bin so froh, dass ihr sie gefunden habt. Nimm diese kleines hübsche Goldklümpchen als Belohnung und da ist unser nächstes Puzzle. Sehr schön. Das nehmen wir doch natürlich mit. So, jetzt sind wir wieder in der Klug-an-Kluft-Mine und jetzt können wir mal ganz schnell mal eben gucken, was hier noch gemacht werden muss. So, auch hier sind wir schon fast fertig, ihr Lieben. Kaum zu glauben, ist aber so. Das ist ja nice. So, das heißt, wir könnten uns eine Aufgabe stellen, die ich eigentlich absolut nicht mag, aber da muss ich durch. Ihr wisst ja, ich bin kein Freund von dieser Shooter-Geschichte. Wobei es diesmal kein wirklicher Shooter ist, was ich hier machen muss, sondern ihr habt ja gesehen, dass ich eine Zuhack-Attacke habe. Und um die wollen wir uns natürlich jetzt kümmern. Aber jetzt gehen wir erstmal rein. Ach ja, genau, hier muss ich nochmal als Detonator her. Da. Wumbas Wigwam ist da, okay. Gibt es hier irgendwie eine Abkürzung? Moment, warte mal, das ist doch Mumbo hier, ne? Das ist doch Mumbo hier vorne. Warum eigentlich nicht? Ich meine, leichter kommt man da ja wohl nicht dran. So, einmal verwandeln zum Detonator. Ich meine, wozu haben wir das? Und damit müsste ich hoffentlich endlich das Letzte erwischt haben. Ich weiß, das habe ich schon in den letzten Parts gesagt, aber da habe ich mich ja wohl getäuscht. So, das heißt, wenn wir die Aufgabe geschafft haben, das eine Puzzle komme ich erst später ran. Das weiß ich nämlich. Das dauert nämlich sehr lange, bis wir dieses holen können. Das heißt, wir können vielleicht sogar heute schon die nächste... Ich hasse diese Steuerung, Leute. Ich hasse die Steuerung vom Detonator, ich sag's euch. Denn das war nicht geplant. So. Mal gucken, wie oft ich das Spielchen jetzt noch machen darf. Ich mach das übrigens nicht mit Absicht, falls ihr das denkt, um Gottes Willen. So, jetzt aber. So, wir möchten einmal zum Mumbos Schädel. Denn genau hier gab's ja unseren wundervollen Mineneingang, wo es auch noch was für uns gibt. So, rein da. Dum-di-dum-di-dum. TNT. Und Boom, Baby. Und so leicht kommt man da rein. Und der nächste Jinjo in meinem Besitz. Sehr schön. So, jetzt muss ich hier nur wieder rauskommen. Nein! Das war eigentlich so nicht geplant. Egal, wir haben den nächsten Jinjo. Wie viele Jinjos gibt es hier eigentlich? So viele dürfte es hier eigentlich gar nicht mehr geben, oder? Mal gucken. Da. Jinjo, 2 Stück fehlen mir noch. Wo sind die ganzen Jinjos? Ein Jinjo habe ich noch ganz dunkel in Erinnerung, aber da komme ich noch nicht dran. Ob der andere Jinjo in der Mine sitzt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Sicher bin ich mir jetzt natürlich nicht, aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem sein kann. So, jetzt teleportieren. Obwohl, nee, wir müssen ja eh zur Mine. Die muss ich jetzt sowieso erstmal suchen. Wo ging es hier nochmal zu dieser komischen Mine hin? Das ist nämlich jetzt hier die gute Frage, ihr Lieben. Das weiß ich nämlich aus dem Kopf nämlich gerade auch nicht. So, aber ich meine, hier war das Puzzle. Du geh mir mal nicht auf den Keks. Das hier könnte ein Mineneingang sein. Gucken wir doch mal. Nee, das ist die Giftgaskammer. Da will ich nicht rein. Igitt. So. Okay, dann war das also nicht hier. Dann kann das ja eigentlich nur noch der Eingang hier sein. Zumindest hoffe ich's. Nee, das ist das Wasserdepot. Nee, da brauchen wir auch nicht rein. Ah, oh, jetzt muss ich diesen Eingang wieder suchen, ihr Lieben. Sag mal, du warst es aber nicht, oder? Dum-d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 um.
nee, das war die Wasserhöhle. Ja, Leute, das ist natürlich der Nachteil, ne? So viele Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen. Aber keine Ahnung, wo man hin muss. Ich hätte mir vielleicht... Obwohl... Moment, da erinnere ich mich doch gerade an was. Bamumbo. Das war bei Mumbo. Genau, da habe ich doch den Felsen beiseite geräumt. Dann muss ich ja auch rein theoretisch dahin auch hinkommen. Wie gesagt, theoretisch. Ob das stimmt, das ist die nächste Frage. Das wird sich gleich herausstellen, ihr Lieben. Das wird sich gleich herausstellen. Aber ich bin positiv eingestellt, dass das jetzt was wird. Aber erstmal müssen wir da hinkommen. So, Mineingang Nummer 2. Also kann es ja jetzt ja nur noch hier sein. Hä? Okay, hier waren wir aber schon gewesen. Uah, TNT! Mix me weg. Nee, da müssen wir nicht hin. Ich habe keine Ahnung mehr, wo uns das hinführt, aber wir werden es schon rausfinden. So, jetzt sind wir wieder im Hauptteil. Nee, das ist die... Das ist der Bahnhof, da brauchen wir nicht hin. Wo war denn jetzt dieser Eingang nochmal? Ja, Leute, wie heißt es immer so schön? Wer sucht, der findet. Und hier stimmt das Wort wörtlich. Es ist nur die Frage, wo muss ich hin? Also ein Jinjo dürfte hier jetzt eh nicht mehr sein. Aber wir können ja mal trotzdem gucken, ob wir es finden, ihr Lieben. Aber ich hätte schwören können, dass das der Mineingang war. Ah, so viele Möglichkeiten, irgendwo in ein Loch reinzugehen. Und das zu finden, was man finden soll, aber nicht das, was man braucht. Du nerv mal nicht so. Das war aber nicht am Eingang gleich, oder? Oder könnte es doch sein? Ach, wisst ihr was? Finden wir es doch. Doch, hier oben am Eingang, natürlich. Kann ja nur noch hier sein. Yep. So. Ja, Leute, jetzt kommt eine ekelhafte Aufgabe, die ich ganz und gar nicht mag. Ihr habt die Pieks-Attacke erlernt, was? Allerdings, Partner. Nun, vielleicht könnt ihr mir helfen. Eine geheime Bande Dynamitstangen ist geflohen und droht, meine Mine in die Luft zu jagen. Keine Sorge, wir gehen da rein und blasen sie weg. Nein, wenn ihr schießt, fliegt alles in die Luft. Du musst sie irgendwie entschärfen. Noch irgendwas? Yep. Du musst schnell sein. Sobald die erste entschärft ist, starten die anderen ihren Detonationstimer. Na, wundervoll. Auch noch auf Zeit, der Scheiß. Na, klasse. Das kann ja was werden. So, ihr Lieben. 15 Dynamitstangen gilt es zu finden. Aber wie gesagt, Schießen ist tabu. Wir dürfen nur zuschlagen. So. Wollen wir mal gucken, ob wir die auch alle finden können. So, nächste. Diese Aufgabe habe ich persönlich gehasst, weil ihr wisst ja, ich bin der Meister da drin. Mich zu verlaufen. So, jetzt habe ich meine Worte auch wieder gefunden. Bleibst du wohl stehen, du kleine Dynamitstange? So, dich haben wir erwischt. Dich ebenfalls. So, es gibt 15 Stück insgesamt. So, 11 Stück sind es noch. Nummer 10. Beziehungsweise nur noch 10. Dich haben wir auch schon. So, da komme ich nicht hoch. Ich bin gespannt, ob ich es schaffe. Ich meine, die Musik ist ja ganz cool hier drin, ihr Lieben. Jetzt muss ich nur gucken. Ah, da. Weg. Dass ich die nicht allerhand verfehle. Als ob. Ich hab doch getroffen. So, jetzt aber. Ja, wohl nicht zu fassen. So, da ist die nächste. Weg mit dir. Du bist ebenfalls weg. Oh, cool. Hier gibt es gleich sogar zwei. So, die nächste erwischt. So, ich hoffe, dass ich die anderen auch noch schnell finde. So, vier. Jetzt geht's nämlich los, Leute. Jetzt wird's ekelhaft.
Ich habe nämlich jetzt keine Ahnung mehr, wo noch die weiteren sind. Da ist noch eine. Oh mein Gott, werde ich es jetzt auch mal First Try schaffen? Nein. Ich sehe nichts. Oh, du scheiß Dynamitstange. Halt still. Ich darf nicht schießen, Leute. Auch wenn es verführerisch ist. Scheiße, falsche Richtung. Oh, ob ich die noch finde, ihr Lieben? Ob ich die noch finde? Ah, da. Na komm, dreh dich hin. Oh, dreh dich um! Ey, das ist mies. Das ist richtig gemein hier gerade. So, eine noch. Ich muss nur noch die eine. Mir rennt die Zeit davon, mir rennt die Zeit davon. Nee, hier auch nicht. Oh oh, oh oh, hier fliegt gleich alles in die Luft. Oh, wo habe ich den jetzt übersehen? Oh oh. Seht nur, was ihr Halunken angerichtet habt. Verschwindet lieber, solange ihr noch könnt. Ja, Leute, das war jämmerlich verkackt. Es rumst und kracht so fürchterlich. Ein Bund Dynamitstangen ist... Ja, okay, komm her, probieren wir es nochmal. Das war mies gelaufen, aber das kriegen wir auch noch hin. Wenn ich jetzt nicht dauernd hängen geblieben wäre, wäre alles in Ordnung gewesen. So, fangen wir mit dir an. Greifen uns. Die hier als nächstes. Zum Glück hört man sie ja rumspringen. Du geh nämlich auf den Kranz. Du bist ebenfalls entschärft. Weg mit dir. Achso, das war der Raum mit den Zweien. Alles klar. Tschüss. Dich will ich auch haben. Na. Och, Kazooie. So, du bist weg. Da. Bisschen Concentration. Das war's mit der Konzentration. Oh ja, du mich auf. Oh, ich darf nicht rumballern, ob ich will oder nicht. Das ist ganz, ganz schlecht, ihr Lieben. Wenn die Steuerung wenigstens ein bisschen besser wäre. Aber nein, ich muss mit diesem scheiß C-Sticks steuern. So, du bist entschärft. Du auch noch. So, wo war ich noch nicht gewesen? Wo bin ich noch nicht gewesen? Blöd, Mann. Na gut, der nächste Treffer wird mich eh umbringen. Ich habe keine Ahnung, wo ich suchen soll, ihr Lieben. Ich höre auch keine in der Nähe. Doch, da. So, einen muss ich noch finden. Die Zeit sollte reichen.
Das Auffüllen muss mal eben sein. Das war gänzlich falsche Richtung. Shit! Okay, hier fliegt gleich wieder alles in die Luft. Oder auch nicht. Ha, geschafft! Zu tief sind eure Schuld, Partner. Wie tief? Reden wir hier von einer Belohnung? Nun, ich habe nur dieses Goldklüppchen. Das könnt ihr aber haben. Yay! Pünktlich zum Ende des Parts tatsächlich noch diese Aufgabe geschafft. Ja, wie nice ist das denn? So, jetzt muss ich hier nur noch rauskommen, ihr Lieben. Bam, bam, bada, bam, bam. Jetzt ist nur die Frage, wo ist der Ausgang? Der ist es definitiv nicht. Aber jetzt müsste ich ja auch gefahrlos abknallen können. Eben verhindern, dass wir K.O. gehen. So. Gib mir mal her. So. Dum, 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 dum. So, jetzt muss ich, wie gesagt, nur noch den Ausgang finden. Und das kann eine Weile dauern. Dum, 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 dum. Du, 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 du. Nee, hier waren wir schon gewesen. Ja, Leute. Ja. Ich möchte den Part eigentlich ganz gerne beenden, aber eigentlich erst, wenn ich draußen bin. Also suchen wir zusammen den Ausgang. Was haltet ihr davon? Kann ja eigentlich nur hier sein. Nee, nicht hier. Wo ist der Ausgang? Hallo? Wo ist der Ausgang? Ich will hier raus. Ich mag nicht mehr. Die Version hier beim Rumlaufen ist doof. Ist das peinlich? Ist das peinlich? Das sieht mir noch falscher aus als der andere Weg. Wo geht es hier raus? Dam, da, da, dam, dam, dam. Hat mal jemand einen Ausgang für mich? Ich würde jetzt ja gern sterben gehen, aber ich habe Angst, dass ich dann den ganzen Scheiß hier nochmal von vorne machen darf. Dementsprechend muss ich den Ausgang wohl so finden. Ha. Nee, da geht's nicht lang. Meine Fresse, hier sieht auch echt alles gleich aus, oder? Also für mich jedenfalls. Ich habe nämlich nicht mal eine Ahnung, wo ich langlaufe. Sondern ich laufe drauf los und hoffe, dass ich an den richtigen Ort komme. So, Moment. Moment, das hier könnte... Könnte das hier der Ausgang sein? Sieht stark danach aus. Yes, da ist er! Na endlich! Wie schön. Die nächste Aufgabe erledigt. Jetzt muss ich aber sagen, ich bin froh, dass sie nicht ganz so schwer ist. Aber sie haben schon 20 Puzzleteile, ihr Lieben. 20 Puzzlos. Ich glaub's nicht. So, gucken wir nochmal ganz kurz in die Statistik rein. Was haben wir hier noch zu machen? Da, 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 da. So, das ist also nur das eine Puzzlo. Das heißt, das können wir eh nicht holen. Also, würde ich sagen, sehen wir zu, dass wir hier einen Abgang machen. Ja doch, das gönnen wir uns noch. Das gönnen wir uns noch. Ein Abschied aus der Klunkerkluftmine. Der muss auch noch sein. So, und schon sind wir wieder draußen, ihr Lieben. Schon sind wir draußen und ich würde sagen, an dieser Stelle endet jetzt auch unser Part. Drückt das Däumchen, kommentiert fein und schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein und dann erkunden wir die nächste Welt. Ciao, ciao, euer Drake.